Promi-Geflüster zum Jahresausklang. Natürlich sind wir auch wieder zur Stelle, auch wenn jetzt heute der erste Weihnachtstag ist. So haben wir dann, wie gesagt, am 31. natürlich schon wieder Silvester. Und was gibt's an Silvester? Traditionsgemäß ARD. Ich kenn's noch unterm Silvesterstadel. Mittlerweile nennt sich's Silvester-Show. Und ein Teil der Moderation, das ist die Schweizerin Frau Signordi. Und die habe ich jetzt in der Leitung. Halli, hallo, grüße dich. Halli, hallo. Ich grüße euch alle ganz herzlich und noch schöne Weihnachten im Nachhinein. Genau, natürlich. Das dürfen wir nicht vergessen, das können wir gerne wünschen. Und natürlich, wie gesagt, die Silvester-Show, die startet. Man darf es ja, glaube ich, schon verraten. Ihr habt es ja auch schon ein bisschen aufgezeichnet, denn sonst wird es zu stressig zum Jahresende, oder wie ist es? Du, es wurde schon alles aufgezeichnet. Mitte November haben wir das aufgezeichnet mit allen Künstlern und natürlich mit allen Vorschriften, die da eingehalten werden mussten. Jetzt wäre es ja wirklich so richtig herausfordernd geworden, wenn man das jetzt hätte machen wollen, die ganze Definitiv. Kiste. Von daher sind wir eigentlich extrem froh, haben wir es aufgezeichnet und konnten die Sendung so durchführen. Und es ist auch sehr gut gelungen. Es war also das erste Mal, war das jetzt einfach nur mit Künstlern im Publikum. Und die haben da 4,5 Stunden haben die durchgehalten. Es ist echt, also mein größter Respekt, alle 28 Künstler waren 4,5 Stunden dort und haben gefeiert und haben einander gefeiert und einander unterstützt. Und so eine Solidarität, boah, das hat mich echt umgehauen. Es war wirklich eine ganz tolle Sendung. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich stelle mir es immer sehr schwierig vor, weil du gerade sagst, 4 Stunden, fast 5 Stunden am Stück Party machen ohne Publikum. Wie ja, es ist sehr schwierig. Weißt du, wie geht sowas? Ja, letztes Jahr kam ja Jörg Pilawa und ich oben runter, die Treppe runter und dann war einfach tausende von Leuten, die da mitgefeiert haben und die dich da getragen haben. Und jetzt dieses Jahr war es halt wirklich so, wir kamen runter und das war so wie ein schwarzes Loch, weil einfach, ja, wenig, eben nur die 28 Künstler waren dort, noch ein paar Ballett und so. Und das war echt eine ganz spezielle Situation und wir haben auch mit allen vorher noch mal geredet und dann haben sie gebeten, wirklich einander zu unterstützen, weil es halt wichtig ist, jetzt in dieser Zeit zusammenzuhalten. Und das hätte ich aber nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, weil die haben echt genreübergreifend Popkünstler wie Stefanie Heinzmann und Glasperlenspiel haben bei Michael Holm und bei Stefan Ross und bei Beatrice Egli genau gleich abgefeiert und auch umgekehrt. Und das finde ich war so schön. Das war echt eine unglaubliche, magische Stimmung in der Halle. Und die 4,5 Stunden gingen dann eigentlich auch sehr schnell durch. Also es war wirklich, ich freue mich auf die Sendung. Ich werde das jetzt dann mal zu Hause gucken, aber ich freue mich echt drauf. Wollte nämlich gerade fragen, wie sieht dein Silvester aus bei dir? Ja, schaust du es dir an und machst das gemütlich auf dem Sofa sozusagen, oder? Es wird jetzt die Situation sich noch zeigen, wie sich das jetzt verändert. Natürlich, ich meine, man kann ja jetzt noch nicht sagen, man weiß ja noch nicht mal so richtig, wie man den nächsten Tag erlebt. Aber im Moment sieht es so aus, dass ich das sicher mit meinen Eltern feiern werde und mit meiner Schwester. Und wir gucken uns die Sendung und wir nehmen eine Fondue Chinoise. Und werden so einfach die Sendung nochmal durchleben. Wir werden hier tanzen, wir werden hier singen im Wohnzimmer und wir werden es einfach total krachen lassen, weil so kann ja das Jahr nicht aufhören. Weißt du, wie ich meine? So ist es. Es kann ja nicht einfach eine depressive Stimmung sein, sondern ich brauche da wirklich was Positives und so freue ich mich auf den Abend. Wir haben jetzt uns schon ein bisschen eingeschlossen, damit wir dann eben auch gesund alle zusammen feiern können und ich freue mich auf diesen Abend. Wunderbar. Jetzt, ich schaue gerade so nebenbei nochmal auf die Pressemitteilung, was auch die ARD rausgibt immer. Da steht jetzt natürlich nur dran, die Silvester-Show mit Jörg Pilawa. Wo haben sie dich da? Warum erwähnen sie dich da nicht? Mich braucht es nicht. Weißt du, ich bin einfach dort, oder? Kommt dann allerdings erst im Pressetext weiter unten. Ich finde, ja, das ist doch total egal. Du, Hauptsache, ich durfte die Sendung mitmachen. Ist doch egal, welcher Name.
Wir brauchen viel Musik, wir brauchen tolle Musik, wir brauchen einfach gute Stimmung. Welcher Name dort oben steht, du, er ist wunderbar. Er ist einfach ein absoluter Spitzenmoderator, einer der besten, die es gibt in Deutschland, das Deutschland hat. Und dass da sein Name steht, das ist ja wohl klar. Sehr gut. Jetzt ein paar Künstler, wo man vielleicht mal erwähnen kann, damit die Leute auch einschalten. Ich meine, das machen sie sowieso natürlich, weil 20:15 Uhr ARD, es gibt nichts Besseres. Oder ORF und Schweizer Fernsehen, ne? ORF 2, Schweizer Fernsehen und natürlich ARD, ganz klar. Also wir haben so viele dabei. Wir haben dabei Brinks haben wir dabei. Wir haben dabei Vox Club, dann haben wir The Baseballs, dann haben wir Stefanie Heinzmann, Mirja Böss, wir haben Stefan Ross, dann Stefanie Härte mit More Than Words, mit der Country-Formation. Dann haben wir Michelle dabei, Peggy March, Marianne Rosenberg, hey, ist noch alles dabei. Michael Holm, schon erwähnt. Dann eben ein Jörg Pilawa ist auch dabei. Es hat wirklich, habe ich jetzt jemand, ich habe bestimmt jemanden vergessen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich schon alles aufgezählt habe. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Programm. Man steht bei mir immer noch dran, UA und andere. Naja, eben. Wahrscheinlich kommen noch ein paar Überraschungsgäste. Ich Genau. weiß auch jetzt nicht, was bei dir so alles drinsteht. Nee, aber die wichtigen haben wir schon drin. DJ Ötzi, glaube ich, haben wir noch Ach vergessen. ja, natürlich. Ötzi Ja. ist auch dabei. Vanessa Mai. Genau, auch dabei. Ja. Ja, siehst du? Schon wieder ein paar vergessen. Uiuiui. Macht nichts. Also unbedingt einschalten, dann kriegt man alles mit. Das geht Genau. dann toujours durch bis 0 Uhr. Dann kurze Schalte ans Brandenburger Tor und dann seid ihr, glaube ich, ab 0:15 Uhr wieder nochmal so eine halbe Stunde sowas auf Sendung, gell? Genau, einfach dranbleiben, durchfeiern und bis so um 1 Uhr oder so kommt irgendwie alles dann noch Zusammenfassungen von den Silvestershows von den letzten und so. Also ja, einfach Genau. dranbleiben. Einen habe ich jetzt in der Aufzählung vergessen. Wird er da nicht dabei sein? Dein aktueller Duettpartner Gilbert. Da gibt es doch eine aktuelle Single, gell? Ja, ob der Himmel weint. Ja. Das ist echt, ja, schade. Schade ist er nicht dabei. Der Titel kam zu spät raus. Wir haben das Duett zusammen gesungen und es war echt eine super schöne Zusammenarbeit. Ich habe auch darauf bestanden, dass wir gemeinsam ins Studio gehen und das aufnehmen dort gemeinsam. Und das hat alles super funktioniert. Und ich finde ihn einfach, er ist ein toller Kerl. Und mit ihm kannst du auch über was anderes reden als nur über das Wetter. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß, auch mit ihm zusammen zu singen. Auch die zwei Stimmen, finde ich, harmonieren sehr schön. Seine etwas rauchige Charakterstimme und meine feine Stimme daneben. Es ist echt ein großes Geschenk gewesen, mit ihm das Duett machen zu dürfen. Auf alle Fälle. Du hast ja jetzt auch in der Single davor, glaube ich, war es noch, wenn ich es richtig drauf habe, mit Bernhard Brink noch was, ne? Du Ja, suchst du die gerade Single immer, davor du war suchst du Wo schon gerade, die? ja, aber du suchst du gerade immer mal wieder einen Duettpartner aus. Du, ich finde es einfach spannend. Ich Ja? finde das toll, mit anderen Künstlern Ja. zusammenzuarbeiten. Und Gilbert kenne ich wirklich seit 22 Jahren, kenne Ja. ich ihn. Und bin großer Fan auch von seiner Musik und wie er schreibt und wie er komponiert. Und das macht echt Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Und bei Bernhard, das ist ja jetzt, ja, ist schon wieder ein Jahr her, ein gutes Jahr ist es her. Und das hat auch total Spaß gemacht, weil er einfach so ein lustiger Kerl ist. Der Bernhard, echt, da weißt du ja immer was zu plaudern. Da geht dir der Gesprächsstoff nie aus. Und mit dem kannst du Feste feiern, das ist unglaublich schön. Wer ihn kennt, genau, so schaut es aus, richtig. Ja, jetzt, wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt dieses Jahr, wie lief es für dich? Was hast du vermisst? Was war positiv? Was war negativ? Es gab, trotz allem gab es sehr viel Positives für mich, denn ich hatte auch wieder mal Zeit, einfach wirklich so runterzuschalten. Ich hätte mir diese Auszeit wahrscheinlich nie genommen. Und jetzt bin ich wirklich 22 Jahre, bin ich im Geschäft und bin ständig unterwegs und ständig auf Achse. Und da mal eine Ruhe reinzubringen, das war für mich persönlich sehr, sehr schön. Und das habe ich sehr genossen. Ich habe auch die Zeit mit meinen Eltern genossen. Wir haben Quarantäne zusammen gemacht hier zu Hause.
Und von daher haben wir wirklich die Zeit sehr intensiv genossen. Aber auf der anderen Seite hast du halt ganz, ganz viele Leute, auch aus meinem Team, denen geht es wirklich einfach dreckig. Und die hatten ein unglaublich hartes Jahr und so viele haben einfach so große Sorgen. Und das beschäftigt einen dann einfach auch extrem. Also das geht nicht spurlos an mir vorbei und da probiert man auch irgendwie zu helfen. Darum mache ich jetzt auch, habe ich diese Online-Konzerte gemacht. Es ist einfach irgendwie wichtig, dass man da auch füreinander da ist und einander unterstützt. Und was halt fehlt, ist klar. Ich meine, die Nähe zu den Menschen, die fehlt Natürlich. komplett. Also ich weiß gar nicht, wann ich jemanden das letzte Mal gedrückt habe. Also das ist doch Jörg. Jörg durfte ich drücken bei der Silvestershow, weil wir einfach x-mal getestet wurden. Und dann durften wir so quasi ein Haushalt bilden und näher als 1,5 Meter sein. Aber sonst, du darfst ja niemanden mehr drücken. Du Das darfst stimmt. ja auch die Hand geben, darfst du nicht mehr. Und das ist so. Ach, da geht so viel verloren. Das ist so traurig irgendwo. Und da hoffe ich echt, dass das nächstes Jahr dann besser wird. Dass man wieder näher zusammenkommen kann und auch Leute wieder treffen kann. Meine Fans, meine Güte, ich habe sie 4-mal gesehen in einem Jahr. Stell dir das mal vor. Wahnsinn, Vier Wahnsinn. Konzerte habe ich gegeben. Das ist ja, das machst du normalerweise an einem Wochenende So und ist nicht in es. einem Jahr. Und So von ist daher es. ist es so. So traurig diese Distanz, aber halt im Moment sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja, dass das durch ist, dass wir endlich wieder normal oder normaler leben können und endlich wieder zusammenleben können. Und darum ist halt jetzt die Distanz einfach total wichtig. Und ja, mal gucken, was das nächste Jahr bringt. Hä? Nur Positives hoffentlich. Nur. Nur. Aber für mich war es natürlich auch schwierig, oder gerade auch für uns Journalisten, wir durften ja auch nirgendwo dazu. Ich glaube, Silvestershow, da war groß kein Fotograf da, oder? Du, es war einfach ein Fotograf war da und sonst wurde halt wirklich niemand, ja, es wurde eigentlich niemand reingelassen. Es ist wirklich, wir Künstler wurden unglaublich getestet. Also ich habe im Vorfeld habe ich 3 Corona-Tests gemacht, dass ich sicher war, dass ich dann nichts habe und dass wir eben als Moderationsteam einfach auch nebeneinander stehen konnten, ohne diese 1,5 Meter eben einzuhalten. Und das war echt, ja. Wir wurden auch laufend wieder getestet, wenn wir neu in die Halle kamen und alle Künstler wurden immer wieder getestet und so. Es ist echt eine Herausforderung gewesen, aber es ist, ja, der Aufwand hat sich gelohnt. Es ist eine schöne Sendung geworden und es ist jetzt halt nun einfach mal so. Man Genau. braucht sich da jetzt da nicht dagegen zu wehren, sondern es ist jetzt einfach so. So ist es, genau. Was steht bei der Francine dann für nächstes Jahr an? Was gibt es für Pläne, die man vielleicht schon mal ein bisschen, ja, wenn man in die Zukunft schaut, mal erwähnen kann? Du, ich habe echt, wie soll ich sagen, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was kommt. Natürlich stehen da irgendwelche Konzerte drin, wo ich gerne machen würde. Aber es ist halt echt so, dass ich im Moment überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. So wie alle anderen auch nicht. So Und ist ich es, nehme jetzt genau. einfach jeden Tag, wie es kommt. Ich lasse mich überraschen. Die Konzerte, die ich machen kann, auf die freue ich mich riesig. Und sonst machen wir halt. Ja, mache ich halt noch ein bisschen Urlaub und gehe ins Studio und es kommt dann eine neue CD, so eine Spezial-Best-of mit neuen Liedern, kommt dann im Mai ist das geplant und da freue ich mich auch sehr drauf. Mache ich es halt einfach ein bisschen so und bleibe halt über Internet mit den Fans in Kontakt. Genau. Du hast es, glaube ich, gerade im Vorfeld kurz erwähnt, du machst auch Online-Konzerte, oder? Ja, Ja. genau, habe ich Wann jetzt gemacht, und 3 Konzerte. wie läuft das ab? Wo kann man dich da sehen? Auf welchen Seiten? Ja, jetzt eben nicht mehr, weil ich habe sie wirklich live gemacht. Ah, Also es war okay. wirklich so, dass ich live dort stand und gesungen habe und die Leute konnten live von zu Hause zugucken. Und da habe ich 3 Konzerte gemacht und wahrscheinlich, weißt du, wenn jetzt das neue Jahr so weitergeht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir das nochmal machen und sagen, okay, komm, wir Jungs, Mädels, wir haben ja eh nichts zu tun. Also bauen wir das nochmal auf und machen wir nochmal so ein Livestreaming-Konzert. Ich finde es halt immer schöner, wenn es wirklich live ist, weil dann wissen die Leute Natürlich. auch, okay, du stehst jetzt gerade dort und singst das. Richtig. Und nicht, es ist irgendwo aufgezeichnet und jetzt kann ich das gucken, wann ich will. Es soll eben was Spezielles bleiben, so ein Konzert. Und ja, ich hab's total genossen. Ich habe es so genossen und auch meine ganze Crew hat es so genossen.
auch zusammen zu sein, zusammen ein Projekt zu starten. Und das war unglaublich wichtig für uns alle. Jetzt haben wir gerade im Hintergrund noch deinen Vierbeiner gehört, gell? Ja, der will rein. Der Okay. will Genau, den kennen wir doch noch, so ist es, genau. rein, der Theo. Ja, sicher. Du sagst, du gehst auch regelmäßig ins Studio zum bisschen hier Fitness machen und Nein, nicht Fitness, singen. singen. Nein, Okay, singen. Doch Fitness nicht, nicht. oder? Nein, hör auf. Ich Das kannst frage du jetzt nicht. bloß deswegen, wie fit bist du noch? Denn so langsam kriegst du, glaube ich, einen Handyarm, oder? Weil du Ja, das gut. Handy Also, freihändig es hältst. ist alles gut. Alles gut. Nein, Fitnessstudios, du, da kannst du mich jagen. Okay. Ich gehe mit dem Hund raus spazieren. Das Das mache ich mache auch, ich jetzt dann auch sowas. noch. Ja. Und das ist für mich Abschalten pur. Aber da irgendwo auf einem Laufband da sich die Lunge rausrennen, nein, echt nicht. Nee, geht nicht. Es ist mir stinklangweilig und ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Nein, es geht nicht. Stimme ich dir zu, ich gehe auch lieber in die Natur raus, da hat man mehr davon. Ja, genau, richtig. Ja, sehr schön. Dann, wie gesagt, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch so langsam zu sagen, dir alles, alles Gute. Ja, vielen Dank. Euch Einen auch alles Gute. Wir bleiben verbunden. unbedingt, unbedingt. Wir können auch sowas gerne mal wiederholen, wenn es wieder was Neues gibt. Melde dich Sehr einfach. gerne. Und dann einen guten Rutsch, einen guten Start ins Jahr 2021 und dass es auf alle Fälle besser wird wieder. Ja, das wünsche ich euch allen auch. Also einfach nicht die Nerven verlieren, durchhalten, ganz, ganz wichtig. Und natürlich gute Gesundheit wünsche ich euch allen. Und dass wir uns hoffentlich irgendwo gesund und munter wiedersehen und wieder zusammen singen und feiern können. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen für euch alle und auch für mich ein bisschen egoistisch bin ich ja, dass ich das auch für mich wünsche. Denn es fehlt. Es fehlt unglaublich. Und von daher, bleibt positiv, macht das Beste aus der Situation und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Und einschalten an Silvester natürlich.